Kennst du schon meine neue Lehrerin, Miss Lemons? Yo, es ist einfach eine Zitrone. Und heute wird uns diese Zitrone in der Schule, im Unterricht, in den verschiedensten Fächern unterrichten. Aber am Ende wird etwas super Gruseliges passieren, womit keiner gerechnet hat. Oh mein Gott, was mit unserer Lehrerin passiert? Hey, aber jetzt los, du kommst zu spät zum Unterricht. Yo, chill mal, die Zitrone, ist in Ordnung. Ich komme ja schon. Ab geht es in den Unterricht von Mrs. Lemon. Mrs. Lemons. Oh, tut mir leid, Mrs. Lemons. Und damit, hey Freunde, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute beim Spiel Miss Lemons, wo wir von dieser Zitrone hier anscheinend unterrichtet werden. Junge, wenn mich eine Zitrone schon unterrichten muss, wie niedrig muss man die Kuh sein? Aber, naja, Miss Lemons, ich würde sagen, was haben wir denn hier? Wir haben hier Tipps. Okay, ich brauche keine Tipps. Ich bin ja ein Profi. Dann haben wir einen verschiedenen Shop. Ah, hier können wir uns Items kaufen mit so Sternen. Aber bis jetzt haben wir noch nichts. Und deswegen würde ich sagen, Miss Lemons, ab geht es in den Unterricht. Okay, ich bin gespannt, was uns alles in diesem Spiel erwarten wird. Hallo, liebe Schüler, und willkommen zu meiner Klasse. Okay, das ist jetzt anscheinend hier Miss Lemons hier. Und wir lernen jetzt hier anscheinend, verschiedene Unterrichtsmaterialien. Lasst uns also mal rausfinden, wie schlau ihr seid. Okay, okay. Oh, Mathematik. 29 minus 18 ist 11. Ja, let's go. Und? Du hast recht. Nächste Aufgabe. Ah, okay. 3 mal 7, 21. Ich bin hier Big Brain, Freunde. Easy. Komm, gib mir schwieriger. Komm. 10 Sterne haben wir. 8 Stück, 23 minus 1. Junge, Miss Lemon. Junge, du bist die Zitrone. Was ist das denn jetzt hier? Awesome. Was ist das hier für Fragen? Wie dumm hältst du mich? 2 mal 3. Ey, 6. Also wenn es so weitergeht, dann bestehe ich hier mit einer 1. 6 mal 0, Freunde. Alles mal 0 ist 0. Ja, wir sammeln hier die Sterne. Miss Lemons, merkt sich meine Namen, ne? Also eine 1 bitten möchte ich auf dem Zeugnis sehen. Okay. Oh, 16 minus 24. 8? Minus 8? Ja, klar. 5 plus 14? 19. Okay, also bis jetzt muss ich sagen, sind die Fragen einfacher. Aber sie werden natürlich nach und nach immer schwieriger. So, okay, die letzte. Oh, die letzte. 2 mal 4. Easy. 8. Du hast recht. Okay, das ist alles für heute. Nimm erstmal eine kleine Pause. Ich brauche kein... Ey, Junge, ich bin einfach aus dem Unterricht geflogen. Ich brauche keine Pause, Zitrone. Weiter geht's. Es geht direkt weiter. Nächste Unterrichtsstunde. Ich bin ready. Okay, bis jetzt war es nicht so schwer. Lass uns weitermachen. Das nächste Unterrichtsfach ist... Oh, Memory. Also, oh, wir müssen uns... Okay, einprägen. Okay, Kreis, Viereck, Dreieck und... Warte mal. Junge, ich hab nur auf die Form geachtet. Okay, ich hab mir nichts gemerkt. Oh, was? Die Zeit kann noch rumgehen. Du musst schneller sein. Okay. Gestreift, nicht gestreift und gestreift. Easy. Ey, und jetzt sind die Figuren weg. Ey, das kann nicht sein. Und die Zeit ist wieder um. Okay, ich hab jetzt die nächste Punkt. Okay, Viereck, Kreis. Okay, ausgefüllter Kreis. Okay, am Ende der ausgefüllte Kreis. Hey, wie ändere ich das denn? Ich kann es nicht ändern. Ah, wir müssen das hier anklicken. Oh Gott, okay. Aber wir haben jetzt recht gehabt. Wir müssen es hier unten anklicken. Und ich klicke und ich klicke. Nächste Unterrichtsstunde ist Aufmerksamkeit. Okay. Wir müssen jetzt hier... geht ins Nix. Okay, wir müssen mal bei B. Ist es B? Ich hoffe, es ist B. Right. Oh ja, du hast recht. Ja, natürlich. Das ist auch gar nicht geraten oder so. Okay, A. Nee, warte mal. A ist hier. A. Oh, okay, ist wieder richtig. Keine Ahnung, wie, aber... Okay, jetzt ist C natürlich. Good job. Let's continue. Schon wieder richtig. Ich rate hier alles. Okay, jetzt ist es wieder A. Sorry. Okay, vielleicht sollen wir ein bisschen aufpassen. So, der Weg geht ins... Nichts, okay? B geht ins... Okay, B ist B. Let's go. Junge, wir sind so gut. Wir sind hier Einsatzschüler. C. That's wrong. Oh, okay, das ist falsch. Schade. Und... Das nächste Unterrichtsfach ist Mathe. Mathe ist doch easy. 12 plus 4. You are right. 16. Komm her, Zitrone. Zeig mal ein bisschen mehr, was du drauf hast. Was ist das denn hier für Aufgaben? 20 Sterne haben wir. 12 plus 60. Yo. Wie einfach. Awesome. 72 natürlich. Okay. 55 plus, okay, kurz überlegen, aber 110. Ja, 30 Sterne haben wir. Wir können mal schauen, was wir gleich dann machen können. Nächstes Unterrichtsfach ist wieder aufmerksam. Dreieck, Viereck, Kreis. Okay. Wir kriegen es hin. Dreieck. Ja. Dreieck. Dann haben wir hier Viereck. Oh, die Zeit. Viereck und Viereck.
Was? Was? Junge, die Stelle wurde uns abgezogen. Alter, hör auf, Gab. Was ist jetzt los? Ich sehe nichts mehr. Kreis, Dreieck, Viereck. Okay. Kreis, Dreieck, Viereck. Was? Es gab eine Form? Ich dachte hier, ja, das war so. Warte mal, das gab keine Form. So? Alles klar, okay, ich habe so eine Fadenfrage, aber das ist alles. Lass uns erstmal eine Pause machen und danach weitermachen. Bis bald. Okay, Miss Zitrone oder Miss Lemon. Wir schauen mal, wir haben jetzt verschiedene Items. Wir haben 70 Sterne. Wir können uns jetzt hier einen Hammer zum Beispiel kaufen. Damit können wir irgendetwas schneller machen. Also wir haben einen Blower, 10 Sterne. Okay, was können wir da machen? Dann können wir Blätter wegpusten. Wir haben hier Kopfschmerztabletten. Junge, wenn ich diese Musik noch eine Sekunde länger höre, dann brauche ich auf jeden Fall. Die kaufen wir uns auf jeden Fall auch. Damit gehen unsere Kopfschmerzen weg. Wir haben einen Cheat-Sheet. Okay, oder Cheat-Sheet oder Cheat. Ja, okay, also auf jeden Fall einen Spickzettel. Okay. Und. Was ist das hier? Oh, ein geheimer Schlüssel. 250 Sterne. Okay, aber ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal genug gekauft. Und da würde ich sagen, ab geht es. Nächste Unterrichtsstunde. Let's go. Okay, Freunde, wir haben jetzt einige Items am Start. Lass uns weitermachen. Das nächste Unterrichtsfach ist Geometrie. Oh, Geometrie. Da bin ich auch gut. Haben wir was? Wie viele Kreise oder was? 1, 2, 3, 4? Müssen wir jetzt 4 eingeben? Oh, okay, easy. Dreiecke. 1, 2. Warte mal, nee. 1, 2 nur. Nee, 3? 3? Nein, ich wollte 3 eingeben. Na toll, okay. X, 1, 2, 3, 4, 6. Oh Gott, das ist wieder falsch. Okay, okay, das ist nicht gut, Freunde. 1, 2, 3, 4, 5, warte mal. 7? No. Junge, Frau Lehrerin, können Sie mir auch bitte mal was erklären? Ich meine, die Lehrer sind auch dazu da, mir was zu erklären. Aber können wir jetzt ein Item benutzen? Können wir jetzt irgendwas benutzen? Ich sehe nichts. 7 mal 3 und da ist ein Spickzettel. Oh mein Gott, wir können das Item hier benutzen. Nein! Du bist so langsam. Junge, du bist jetzt Zitrone. Laber mich hier nicht voll. Was ist jetzt passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Miss Levels, was ist mit dir passiert? Oh mein Gott, was ist mit unseren Lehrern passiert? Alles ist rot und wieso ist da Ketchup über sie? Wir spielen Schere, Stein, Papier. Die Regeln sind einfach. Junge, ich kenne die Regeln. Okay? Junge, ist das gruselig, Freunde. Wir spielen 3 Runden. Alles klar. Wenn du einmal verlierst, wirst du den Laden verlieren. Warte mal, was? Das ist, also so kenne ich Schere, Stein, Papier nicht. Wenn du zweimal verlierst, wirst du dein Auge verlieren. Oh mein Gott. Und bei 3 Niederlagen wirst du vom Spiel gekickt. Okay, Miss Lemons. Entspann dich, Zitrone. Entspann dich. Okay, Freunde. Puh, Schere, Stein, Papier. Stein. Immer der Stein. Der Stein. Gute alte Stein. Komm schon. Was hat sie? Papier. Das kann nicht sein. Okay. 1-0. Und das bedeutet? Das war's mit deiner Hand. Was? Okay, Stein hat schon mal nicht geklappt. Wir nehmen, Schere. Komm schon, Freunde, bitte. Was hat sie? Was hat sie, Zitrone? Sie hat... Nein! Ja, wahrscheinlich! Sie hat Stein. Du hast verloren. Das war's mit deinem Auge. Junge, jetzt sehen wir doch noch mit einem Auge. Ey, wir sehen nicht mal. Okay, wir können so ein bisschen gucken. Wir wählen wieder Stein. Freunde, Stein. Bitte. Okay, wir wählen Stein aus. Wir sehen nicht mal, was sie hat. Oh nein, hat sie Papier? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, Freunde. Wir wurden gerade vom Spiel gekickt und uns wurde nur dieses Bild hier angezeigt von Miss Lemon. Und hier steht, du bist nutzlos. Oh mein Gott, wie gruselig. Was ist bitte passiert? Okay, wir sind wieder im Spiel angekommen, nachdem wir einfach rausgeworfen wurden von dem Game. Ich würde sagen, wir klicken mal wieder auf Play. Miss Lemons, wir probieren es nochmal. Ich bin wieder neu zu dem Unterricht. Und was? And welcome to my class. Und unser Auge fehlt jetzt einfach. Und ihr seht es, unser Akt ist einfach weg. Junge, was ist jetzt? Wir können die Hälfte der Tafel gar nicht lesen hier. Aber naja, wir werden trotzdem unser Bestes geben jetzt. Ohne Auge, ohne Hand. Und mit einer Zitrone als Lehrerin. Okay, wir können es gerade so lesen. 3 plus 14, 17. Ja, wir sehen noch ein bisschen was. 0 mal 5. Wir machen jetzt hier Speedrun durch. Zack, 0. Das nächste Problem ist, 6 minus 17. Okay, 11. Also minus 11. Easy, komm. 8 Stück, noch 8 Stück. Und dann werden wir uns gleich beim Shop ein paar Items wieder kaufen. Junge, unsere Hand fehlt. Können wir überhaupt Items kaufen? Also können wir überhaupt irgendwas lagern oder so? In unserem Inventar? Oder war es das jetzt? 22. Zeigen die, zack. Okay, wir machen weiter. 30 plus 16, 46. Boom. Easy. Easy peasy. Komm, easy peasy. Lemon squeezy. Also, versteht ihr von Lemon? Also, das ist ja eine Lehrerin. Okay, nächste Aufgabe. 19 minus. Okay, das ist mir jetzt zu kompliziert. Minus 11.
Oh! Let's continue. Okay, es war minus 9, egal. Kein Problem. Auch den Profis passieren mal Fehler. Zack. Okay, 50 Sterne haben wir insgesamt eingesammelt. Okay, wir machen eine Pause. Bla 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 bla. Ich bin eine Zitrone und bin hässlich. Okay, ich weiß Bescheid. Shop Items. Wir kaufen den Hammer. So, zack. Wir müssen das ganze Game nochmal resetten. Das bedeutet, wir haben wieder nichts. Diesen Blower, Kopfschmerztabletten und Cheat. Uns fehlt ein einziger Stern. Bis zum Cheat, ey. Willst du dich veräppeln? Naja. Okay, weiter geht es. Mal schauen, ob wir die Items irgendwie benutzen können oder sowas. Ich meine, okay, wir sind wieder da. Was? Wir können die Items nicht benutzen, weil unsere Hand einfach fehlt. Was ist. Ey. Das ist Scam. Das ist Scam. Und wir können nicht mal irgendwas sehen. Wir können hier nichts machen, ey. Verdammt doch mal. Das kann ja nicht sein. Ich habe mir nichts gemerkt. Ich habe mir absolut nichts gemerkt, muss ich sagen. Frau Lehrerin, ich streike den Unterricht. Verdammt noch mal. Mir fehlt eine Hand. Mir fehlt ein Auge. Hier geht gar nichts mehr. Und sie guckt uns so unschuldig an. Und das alles wegen Ihnen. Wegen dieser bösen Zitrone. Nee, keine Ahnung. Wir geben einfach alles falsch ein. Was passiert, wenn wir einfach alles falsch eingeben? Ich glaube, dann wird sie ausrasten. Ihr seht es oben links. Okay, ich glaube, noch 3 Fehler dürfen wir insgesamt machen, bevor sie hier komplett ausflippt. Ah, nee, okay, das sind unsere Fehler. 4 Stück haben wir insgesamt. Oh, unsere Sicht. Unsere Sicht wird verschwommen. Uns fehlt ein Auge. Wir können nichts erkennen. Wir können nichts mehr erkennen. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt steht. Okay, ja, hier ein bisschen. Als nächstes haben wir Mathe. Okay, Mathe kriegen wir hin. Mathe kriegen wir hin. Ja, 27. Mathe ist easy. Da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gut drin. Jo, 5. Junge. 50, 80, 93. Awesome. Ja, perfekt. Awesome. ja. Memory. So, Memory haben wir noch. Komm, lass uns das Ganze auch nochmal durchspielen. Okay, ausmalen, streifen, ausmalen, ausmalen. Wow, die Form habe ich mir nicht gemerkt. Wir sehen wieder nichts. Ey, ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts erkannt. No. Ich weiß nicht. Und wir haben 10 Fehler. Oh, oh. This is awful. Das ist schrecklich. Deine Ergebnisse sind so schrecklich. Aber ich sollte dich nicht dafür verantwortlich machen. Und okay, ich glaube, wir wissen wieder, was passiert. Die Zitrone wird wieder gruselig. Und okay, wir probieren mal aus. Können wir jetzt wirklich in diesem Rock, Paper, Scissor, also Schere, Stein, Papier, überhaupt gewinnen? Oder ist es unmöglich? Lass uns ganz mal austesten. Aber was sind jetzt die Regeln? Ich meine, oh, wir haben doch schon ein Auge weg. Und unsere eine Hand ist auch weg. Okay, wir spielen. Oh, okay. Wir spielen einfach gar nicht. Wir wurden direkt gekickt. Das war wirklich die gruseligsten Unterrichtsstunden, die ich jemals hatte. Mit einer Zitrone und wahrscheinlich auch die einzige Unterrichtsstunde mit einer verdammten Zitrone. Das war jetzt auf jeden Fall das Game Miss Lemons, wo wir die verschiedensten Aufgaben und Rätsel lösen mussten. Und am Ende wurde Zitrone sogar böse. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.